Hallo. 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 So, ich sehe mich immer noch nicht. Wegen dem Und scheiß guten Chat. Abend. Der Was Chat wo verdeckt bist du denn da? Ja, hinterm Chat. Versteck mich hinterm Chat heute. Nee. Chat? Nein. Nein. So. Ein herzliches Willkommen zum Zugbier Q317. Hallo auch von mir. Genau, das ist der Thomas. Mit dem in Rob. Der Mitte. Und dem Witz. Rob, genau, und der Witz, Witz ist auch da. Mich. Wir sind heute zu dritt. Zu dritt, ja. Noch. 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 Wir erwarten. Wer weiß, wir erwarten. Genau. Wir werden jetzt erstmal auf den Chat. Ihr hört uns auch, glaube ich. Ja. Ja, mal einen Soundcheck machen. Ja, genau. Soundcheck. Wir haben eben gerade schon die Kameras ein bisschen eingestellt. Das habt ihr wahrscheinlich mitgekriegt. Ne? Wir wollen das ja auch ein bisschen Live-Atmosphäre aufkommen lassen, damit das nicht so unspannend ist. Unvorbereitet aussieht. Genau. Das mit dem Trailer hat natürlich nicht funktioniert. Haben wir extra eingebaut. Kannst du das Fenster mal zur Seite machen? Und wo ist auch der Chat im Dings hier? Wo ist der Chat? Wo ist der? Wieso ist der nicht da? Hä? Ja, der sollte eigentlich. Ah, ich weiß warum. Glaube ich. Wir warten. Da ist er doch. Ja, aber. Der Chat chattet nicht. Der Chat chattet nicht. Hitbox läuft. Sehr gut. Okay. Da muss ich mal eben hier nachgucken, wo der sich versteckt hat. Der kleine Chat. Embedded Chat in Stream. Kopieren. Und. Das müssen wir klein machen. Und das hier ist genau dasselbe. Ja? Ja, hat sich nicht verändert. So. Aber jetzt kommt aber ein, jetzt Bild, lügt ein Bild pro Sekunde hätte auch gereicht statt 30 für den Chat. Egal. Der hat ja auch so Ressourcen immer raus, ja, der ja. Mensch. Ach, wir haben genug. Wenn ein fetten Rechner ist, dann geht das schon, ne? Wenn. Wow. So. Wenn. So, was machen wir? Also, wir werden jetzt erstmal. Wir haben ja Post gekriegt. Post. Und diese Post werden wir jetzt hier live unboxen, sozusagen. Unboxing. Fan-Unboxing. Boah, die ist auch super schwer, Alter. So. So, komm mal her. Okay, so. So. Ich habe die schon mal ein bisschen vorausgepackt, um zu checken. Den Sendungsablauf flüssiger genau, zu gestalten. Also es ist drin Zeitungspapier. Zeit genau, es ist viel, so viel Zeitungspapier. Ja. Auf jeden Fall drin. Sehr lesen? Gut verpackt. Wir haben was zu lesen bei der Zugfahrt. Wir sind ja auch Literaturzirkel, das weiß man nicht. Das ist eine zweite Sendung von uns. Wir stellen vor, die... Ja. Du kannst Fahrer kaufen hier. Ah ja, ja. Wir fahren aber Zug. Ja. Messevorbereitung. So, was ist denn noch da? So, also ich habe hier sowas. Oh, kann man das sehen? Ja, das ist... das sieht aus wie Zwangsenlikör. Nordgold. Ja. Ja. Schöner Eierlikör, Nordgold. 14%. Und zwar davon haben wir ganz viele... Ein Jahresvorrat. Sechs Stück. Ein Jahresvorrat. Sechs Flaschen. Ja, ja. Sechs Flaschen Eierlikör vom Michael. Dankeschön. Vielen, danke, vielen Michael. Lieben Dank. Noch sagen wir Danke. Frag nachher nochmal. Ja. Professor Dr. Zwangse fragt nachher nochmal. So, wir stellen das wieder zur Seite. Ja. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Wir sind immer kannst wieder gleich überrascht. Noch eine auf den Tisch hochholen. Auch danke. Oh, so. Ach, wir brauchen dann gleich noch eine. Gläser, eine ne? Für den Tisch. Eine für den Tisch. Eine für den Tisch. Ja. Für irgendwie einen dahinter oder einer Vorrat, so, ja. Genau. Pinkens brauchen wir noch. So, ich werde schon mal hier das erste Szenario starten. Du hast die Kontrolle über die Strecken und so weiter, diese Dateien. Ich habe den Planer oder was? Was für Dateien? Was? Kannst jetzt, du jetzt Trello, machen wir Aufgabenverteilung? Trello, bitte. Jetzt machen wir Aufgabenverteilung. Ja, sicher, wir waren alles live. Nee, ich habe hier Trello den schon Sendeplan, offen. Den Sendeplan, als ob wir einen hätten. Was haben wir denn im Angebot? Ah, ja. Ich drehe mal am Glücksrad. Berlin-Leipzig? Berlin-Leipzig? Lüpzig. Ah, oh, dann warte mal. Oh, ich... Ja, mach mal. Ja? Ja. Lüpzig, wir sind ja auch im, warte mal, ich muss hier nochmal OBS. Muss gucken? Ich das oben reinschreiben? Strecke? Ja, das musst du. Gut, dann da hätten wir auch vorhin schon mal drüber reden. Ja, das war, das ist jetzt natürlich Live-Atmosphäre. On the fly, ja. Machen wir das jetzt hier. Alles on the fly, so schön. So schön sagen. Wir fliegen ja alle gerne on the fly. So, wir hoffen natürlich, dass es euch allen gut geht. Oh, der Berlin Express schreibt aber... Fische Sachen. Was macht der? Du, Mord? Mal, irgendwas stimmt mit dem Handy. Er hat Rottröntröntröm. Rottröntröm, das guten hatte ich Abend, auch mal. Heißt das bestimmt. Ja. Guten Abend zurück. Der Blem setzel nie eine gute Rümme. Wieso sieht man den nicht? Ja, ich brauche den Rechner nochmal von dir. Was? Mich? Was für ein Rechner? Was? Warum sieht man dich da nicht mehr? Nee. Ach so, ah, weil ach, ich da drunter. Ja ist das, guck mal, der Rob. Ja, ich wollte sowieso keinen haben. Bisschen bei deinen Hintergrund reden. Ey. Da müssen wir Steuerung nach oben. Rob ist einfach gegangen. Dahinter. Ah, ja. So. Ah, da ist er. Oh, guck mal. Da. Oh, scheiße, das ist Schatten. Naja, ach, das egal. Geht schon. Ah. Das geht schon. Ich brauch den Rechnernamen mal von dir. Wieso? Ja, wegen dem... Den weiß ich doch nicht aus. Strecken. Strecken. Kannst du ja, ist okay. Ja, Netzwerk ja, nee, ich krieg das. Ja, Netzwerk schon. Ich krieg das schon raus.
Kannst du Computer? Witzig, kann das ein bisschen, Computersprache? Hab da was gelesen drüber. Ah, okay. Eine Zeitschrift. Bei uns am Teamspeak sind immer ganz kompetente Leute. Vielleicht kannst du die direkt fragen. Wir werden heute, glaube ich, nicht mehr in Teamspeak kommen, oder? Vielleicht später nochmal. Teamspeak? Das weiß ich noch nicht. Irgendwann ganz spät. Aber das ist heute auch nicht mehr, vielleicht morgen. Ist nicht versprochen. So. Ich suche hier schon mal Sachen raus. Einfach so. Aber das stört mich schon, dass der Greenscreen da so kacke ist. Ja, du bist ein perfekt. Das ist an der Wand. Nee, andere Seite. Ja, da ist irgendwie. Nee, das ist der Schatten, der da hingeworfen wird von uns einfach. Entschuldigung. Wir müssen uns eher transparent gestalten, würde ich sagen. Schattig. Achso, haben wir Handys aus? Ja. Habt ihr da dran getragen? Ja, natürlich. Ich habe mein Handy gar nicht dabei, das ist perfekt. Das ist super. Ich hab's lautlos. Okay. Könnt mich nicht erreichen, egal wer anruft. Guten Abend, Simulator-Man. Ah, ja, wir haben auf jeden Fall einen Schatten. Das ist auch gut. Wir haben Schatten, das heißt, wir leben. Ja, das ist cool. So, Standardszenarien. Ich bin ein bisschen so. Jetzt Berlin lebt. Lipsch. Und dann TÜV war das. TÜV. Was war das nochmal? BR112. Ne? Dann geht es ein bisschen weiter. 103. TÜV. Da. RB. Ersatzzug nach Bitterfeld. Richtig. Ja, meine Webcam ist völlig synchron, oder? Doch, es läuft eigentlich bei uns. Doch. Ja. Das Schmatzen kommt zeitgleich zur Mundbewegung, das passt. Ich bewege mich immer nicht so viel. Ich kann auch stillen. Genau, dann denke ich immer, die Kamera würde stehen, wenn der Thomas von, immer... Von. Warte. Genau. Ah, geht wieder. Boah, gut. Och, Alter. Alter, mein Herz. So. Klatschen ist genauer, ja. Klatsch. So. Klatsch gleich. Ach, die Kappe, nein. Nee, hab ich keinen Einfluss da oben auf den Titel. Nee? Nee, vielleicht mal nach der Pause. Warte, ich kann das auch eben machen. Vielleicht mal nach der Pause. Ja, musst du Trello aufmachen? Hab ich schon. Trello auf, dann kopieren wir das hier raus. Können wir da ein so und das liegt der lädt ja auch noch, das ist ja sehr benutzerfreundlich. Ach nee, das war falsch. Ja. So. Da ist nämlich hier unten der Ordner falsch geschrieben. So. Herzlich willkommen, kommt raus und Professor Doktor. So. Achso, können wir jetzt gar nicht sehen. Wenn es mal wieder einen Flugsimulationsstream von mir gibt, ja, wenn ich mehr Upload habe und Zeit. Aber mache ich noch, kommt noch. Servus Kollege, Sie fahren heute den RB 37833 als Ersatzzug von Lutherstadt-Wittenberg nach Bitterfeld. Bitte schalten Sie zuerst die Batterie an, Shift B und öffnen Sie dann die Türen. Danach rüsten Sie erst Ihr Fahrzeug weiter auf. Ihren Fahrplan finden Sie im Ebola oder auf F1. Hinweis, lassen Sie bitte die LZB aus. Gute Fahrt. Was ist das für ein Dreckswetter? Ja, was ist das? Die Sirenen da drin? Oder hier? Ne, die sind da drin. Simulator. Aber bei dem Wetter ist bestimmt Unwetter. Mach doch mal Scheibenwischer an. Und Kepler. Ich muss erstmal. Warte, ich muss erstmal hier. Ja. Dunkel. Steht drin. Dunkel ist so dunkel. So. Batterie ein. Mach mal hier an. Alter. So, machen wir hier ein bisschen. Guck mal, da ist nämlich die Feuerwehr. Ist rot. So, ist noch P oder was? Richtungswender. Ja, du kriegst das schon. Ja, Soundboard ist wieder ganz. Das läuft. Ach ne, das geht dann nicht mehr. Ne? Können wir denn. Warum LZB aus? Weil das die Vorgabe vorschreibt. Die Aufgabe vorschreibt. Die Vorgabe. Nummer 1, Nummer 2. Oh, ich finde Omsi. Ja, nee. Haben wir Spannung? Wo ist die Spannungsanzeige? Was hältst du denn von, ne? Hältst du denn von Omsi? Rob findet Omsi gut. Hat er schon mal gesagt. Ja. Und er macht ja auch immer ganz viele Displays von. Omsi? Ja. Ja. Das nächste kommt bestimmt. Hast du den hoch nicht? Nee. Nee, schade. Türen? Achso, Türen müssen wir noch aufmachen. Schnellbremsung weg. Mal dieser Bahnlärm. Das ist schrecklich, ne? Handbremse lösen. Ich hab das jetzt mal visuell gemacht. Du den TS noch ein bisschen an den Rand schieben kannst. Was meint ihr denn damit? Achso, links hier. Na, ist links. Hier noch im Hintergrund. Ah, du hast den Hintergrund. Du hast den TS verschoben. Achso. Schieb dem mal die Szene ein bisschen rüber.
Ja, die. Bist du im richtigen, mit der richtigen Maus auf dem richtigen Bildschirm? Nee. Alter, Alter. So. Karlauer. Hä? Mach mal Szenebearbeiten aus. Schön? Mach mal Szenebearbeiten aus. Ist das passiert schön? Das nicht mehr. Das ist perfekt. Danke. Gut. So. Wir laden gerade Passagiere ein. Aus, ein. Links, rechts. Um. Wir gucken mal vorne beim Feuerwehreinsatz, was die da so anstellen. Oh ja, hier ist die Polizei am Start und die DLK. Schön. Ja, Körbchen. Ah, oder? Ja, das Körbchen. Ja. Ah, Leiter. Guck mal, hier. Der Rettungsdienst ist auch vor Ort. Und noch eine Leiter. Und oh, wer? Was ist denn da? Gucken wir alle da hoch. Gewitter. Einfach nur Gewitter, oder was? Ja. Stimmt. Ja, hier die Verantwortlichen stehen hier in Reihe und Glied. Oh, hier. Oh, ich hab's gefunden. Da das Auto. Oh, da ist jemand verunglimpft. Ja. Oh. Und in Fahrtrad gestürzt. Da hängt da so ein bisschen drin, ja. Ja, der hängt da ziemlich übel. Ja, Ausgleichsgewicht. Mann. Was ist da los? Ja, das ist das erste Szenario. Ja, österreichische Feuerwehr, Amtshilfe natürlich. Amtshilfeverfahren bis nach Berlin gehen die auch manchmal hoch. Das ist halt so. Die deutsche Polizei ist unterbesetzt. Ihr wisst, wie es ist. Ja? Die Beamten hier. Nee. So, wir können auch noch ein bisschen Licht anmachen. Bist du auch nicht gleich dran mal mit fahren? Nee, lange nicht. Komm, können wir noch ein bisschen. Müssen wir noch mal einsteigen. Dann können wir hier mal noch mal beim IC gucken, was der so. Hier, guck mal, Bordbistro. Ah, oh, guck mal, wie schön das ist. Super. Lecker. Was essen die da? Was gibt's denn da auf der Milch, Karte? Karte. Milch. Eine Karte hier. Oh, da gibt's Döner. Pixelsalat gibt's. Guck mal hier, Döner. Pixelsalat. Mit Mayo. Mit Mayo. Süß, so auch um Dressing. Ja. Schmeckt. Mit gerösteten Pixeln. So muss es sein. Ja. Und ein bisschen Grafiksoße. Grafiksoße ist das lecker, Schönste. Oder? Wieso ist da eigentlich. Was denn? Achso, gerade war eine Frage über die Loks in Delitzsch von uns. Die sind in Leipzig, wir haben ein neues BW dort und die sind jetzt da umgezogen. Deswegen sind alle Loks weg. Weil wir da mehr Platz haben, die Frage zu beantworten. Mehr Parkplätze? Ja. Von Kias 25.05 war die Frage. Guck mal hier. Kann reingehen. Da sitzt jemand in einem rosanen T-Shirt. Hallo. Hallo. Guten Abend. Darf ich mich dazu setzen? Ja, natürlich. Oh, das war... Du sollst fahren. Oh. Sie, ey, haben ja, mal, ey, Sie haben ja ein Bein amputiert. Mensch. Scheiße. Da tut mir leid. Aber ist nicht, ist nicht aktuell. So, die Fahrkarten, der Herr. Zugtoiletten sind toll. Ja, jeder wie er will, ne? Geht so. Ach, die machen da so. Di-du-du. Habe ich letztens noch gehört in Wuppertal-Barmen. Jetzt, oh, es geht los. Du solltest nach vorne gehen, oder? Ja, aber guck mal. Ach, kein Stress. Nee, das ist der IC neben uns. Achso, der IC. Der macht doch. Di-du-du. Hoffe ich mal. Weiß ich nicht. Ich hoffe. Wir lösen noch ein bisschen die Bremsen. Achso, Fahrmotoren müssen wir hier nicht einschalten. Dann macht er selber, ne? Macht automatisch. Expertline, ne? Wunderbar. Ne, sonst, ja, der hat aber irgendwie so eine Automatik. Früher war mir Zwanse. Ja, früher war mir. Ja. Ist halt heute auch nicht mehr gestern, ne? Also man lebt ja auch im. Naja, ich sag jetzt nichts. Wir rollen. Hier rollt. Wir haben doch mit 4,7 gehalten. Quatsch. Nee. Wir rollen nicht. Nee, hier rollt keiner. Deine Mutter rollt. Wir rollen das R. Das rollende R. Notfallmanager ist unterwegs. Der steckt im Stau. Darum ist ja auch noch. Oh, guck mal hier. Ist das eine Bügelfalte? Ja. Zehner, Bügelfalte, ja. Und mit der hinten dran. Mit einer Schiebe 100. Können die eigentlich zusammen in einem? Nein. Also, ihr rollt nur hinterher. Wir können nicht zusammen. Nee, ich meine, die zwei Loks, können die zusammen in einem ZWS Leidingens? Nein. Nicht, ne? Nein. Rollt lohnt auch nicht bei der Werbung dazwischen. Er hat einfach mitgezogen. Einfach mitgenommen. ZZA schon eingestellt, wird die ZZA? Frage. ZZA? Wie geht das? Alles wird gedacht, der ZZA am allen. Shift 9? Hast du ZZA? Es gibt überhaupt keine. Wir haben keinen. Danke. Die Justus haben wir einen. Ah. Doch. Virtual Railroads, hä? Shift 9 oder plus minus? Gibt's ja nicht. Position 1. Ah, hier, Regional Express. Was sind wir? Regionalbahn, ne? Ja, so? Ersatzzug sind wir. Ersatzzug? Nein. Machen wir Regional Express. Nein. Da wird doch nichts mehr kommen, würde ich sagen. Wo fahren wir hin? Da machen wir Sonderfahrt nehmen wir. Ja, wir sind Sonderfahrt. Wunderbar, Sonderfahrt ist cool. Sonderfahrt. Ersatzzug, cool. Ah, wir sind RB-Ersatzzug. Sonderfahrt. Ja, passt Sonderfahrt haben wir doch. Perfekt. Dankeschön. Dann kann ich die Aufgabe abstreichen und wir nehmen die nächste. In Robs Cam ist irgendwas aufgefallen. Oh Gott. In was? Was aufgefallen? Jetzt alle gebannt drauf gucken. Ja, geiler Chat.
dir geht. So, also, Signal ist schon mal grün. Aktuelle Störungen, Sie müssen heute leider die Ansagen selber sprechen, machen aber wir. Ich denke, das ist kein Problem für Sie. Weitere Störungen sind nicht bekannt. Gut. Ich bin so froh. Schließen wir die Türen. Das ist ein altbekanntes Problem. Heute ausnahmsweise mal dran gedacht. Ausfahrt mit 80. Ist das richtig? Ist grün, ja. Grün ist auch. Volle schön. Pulle. Volle Pulle. Wie ging das hier nochmal? So irgendwie, ne? Ja. Fahren wir erstmal ein bisschen an. Ach, kannst du direkt auf 80 stellen. Ah, ganz ruhig. Die Bremse los? Ja, kommt schon. Das kommt schon. Der braucht ein bisschen. Der braucht ein bisschen, funktioniert aber eigentlich ganz gut. Blinkt, ne? Ja, jetzt nicht mehr. Oh, da oben steht auch noch ein Polizeiauto. Hier war alles abgesperrt, aber. Kamerawagen. Der hat den demonstrieren da oben, oder? Guck mal, die haben Schilder da oben. Oh ja. Wir wollen, was unser Freibad behalten. Deshalb ist das Auto. Aber es da, regnet doch genug da. Deshalb ist das Auto da abgestürzt. Verstehe ich nicht. Ach, das verstehe ich aber nicht so. Es regnet doch genug da. Ah, Gewitter schön. Ja, wunderschön. Ja, wunderbar. Oh, da rumpelt es ein bisschen. Ah, endlich auf die richtige Seite. Alter, die Feuerwehr, der hat aber Hörner. Die hört man ja bis... Wie weit fährst du denn? Nur 2 Kilometer oder was? Hm? Was? 2 Kilometer fährst du? Ja, bis Pratau. Da halten wir erstmal. Denk an die Ansagen, ne? Fahrgastwechsel. Denk an die Ansagen. Wieso muss Rob die machen? Ja, der stand da vor uns, dass ja. Wir die Ansagen machen, selber machen. Ausstiegsseite ist rechts, glaube ich. Nächster Halt, Pratau. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. 2 Kilometer. Ja, muss man auch mal vorher sagen, ne? Ja. Oh, guck mal, kann man noch ein bisschen Gas geben. Gibt man da noch Gas? Nee, ist ja leider. Ja, ne? Ja. Ein bisschen nur. Ah, bis 100. Können wir gleich auslaufen lassen. Heißer Chick. Heißer Chick. Holla die Beinfee, ey. Manchmal ein bisschen. Ah, hier der Mauszeiger, da stört mich noch ein bisschen. Das ist gelb, das ist. Oh, warum? Oh, oh. Da blinkt was. Blinkt. Geschwindigkeitsänderung, oder? Möchte ich nicht. Ja. 60. Bestätigen wir doch, oder? Ich hab da keine Ahnung, ich mach eh mal 20. Ich mach doch eh mal 20. Zwangs sind voll ja. Cool. Wir sagen auch nichts vor, wenn uns was auffällt. Wir sagen das nicht. Du arsch mich voll, ey. Pass auf, Blitze. Blitze. Blitzt. Trafo, Blitz. Oh, wir rollen den Berg runter, sehe ich gerade. Oh, der ETR war auch sehr lang. Wassereffekte in Richtung Zugmitte, das ist zu hell hier, das sehe ich gar nicht. Was? Wassereffekte? Oh, ganz kurzer ICE. Was ist das denn? Bestimmt so Testfahrten. Ja. 410 gibt es ja. Diese. Die mache ich auch immer bei Gewitter und Sturm. Ja, warum nicht? Hast du die Fahrgäste begrüst? Du hast die Fahrgäste nicht begrüßt. Ach, die wollen wir nicht begrüßen. Personal begrüßt. Und ins Schaltwerk hast du auch reingebremst? Ich höre immer nur RB48 nach Wuppertal-Oberbahn. So. Scheiße. Passt hier aber halt nicht, ne? Oh, kannst du Sprüchchen aufsagen? Mensch, donnert aber das draußen. Please be aware of your package. Und so weiter. Bla bla bla. Alles, ja. Pratau, am Start. So, Pratau haben wir hier Pratau. Einfahrt. Hier müssen wir rechts rüber fahren irgendwie. Hier will doch keiner aussteigen. Weiß man nicht, ne? Aber wegholen. Aber einsteigen anscheinend. Da ja. Stehen. Die wollen auf jeden Fall weg. Das ist. Boah, das ruckt. Das ruckt. Das. Autsch. Und eine Tür. Und Tür auf. Ach Gott. Wo stehst du denn? Zeig mal. Zeig mal, wo du stehst. Perfekt. Guck mal. Guck mal hier. Anders. Aber gerade. Besser geht nicht. Doch, besser. Halbe Tür. Halbe Tür. Oh, halbe Tür. Geht schon gleich los. Ja. Erste Bremsung ist für den Lokführer. Beine gebrochen. Ah, ist aber auf jeden Fall schöne Stimmung im Szenario. Ne, im Szenario. Ja, im Zug sowieso. Hier vorne im Cap, ja. So, wir schließen die Türchen. Türchen zu. Eine 1 von 10 kriegst du. 1 von 10? Ja. Ja, ist gut. Jetzt 0,5 von 10 eigentlich auch? Das ist ein Punkt, ja. Da wäre der erste FC Köln froh drüber. So. Kein Fußball, ja. Wir wollen ja noch nicht so sein, du. Die Armen. Ist halt so. Na, weiter jetzt. Wir sind nicht so gut. Ah, so. Nächstes halt der Witz. Ne, die haben ja schon drei Punkte einmal unentschieden. Ne, ich weiß nicht.
Die wollten ihn ja schon in letzter erste FC Keine Köln. Keine Ahnung von Fußball. Letzter FC Köln umbenennen. Letzter FC Köln. Yes, sir. Ob das Signal blinkt? Blinkt? Bisschen, ne? Ich drücke jetzt immer zweimal. Das müsste eigentlich 60 sein, oder meinst du so? Weiß ich doch nicht, was Gelegenheitsverkehr ist. Warum bräumst du so? Das war eine Zwangsbremsung. Warum hast du eine Zwangsbremsung? Hast du bestätigt? Hast du bestätigt? Ja. Piept sonst doch wird nicht. Das nicht blinken. Piept doch nicht. Hast du das nicht lösen? Du hast doch gelöst alles. Die Bremse liegt gar nicht an. Was bremst du denn? Warte. Wechselblinken, warte. Oder? Du kamst zum Halten, tausendmal beim Herd drüber. Warte. Ah ja, Notbremse. Nee, kein Groß. Hier spricht der Zugbegleiter. Soeben hat ein Fahrgast die Notbremse betätigt, weil er seinen Halt verpasst hat. Unglaublich. seine Begründung war, er war zu lange auf Toilette. Soll ja schön sein. Naja. Auf jeden Fall kannst du beruhigt weiterfahren. Es ist nichts Ernstes passiert. Mhm. Und ja. Ich wünsche dir noch eine gute Weiterfahrt. Wir sehen uns nachher. Ciao. Ach, schön eingesprochen. Schön mit Telefongeräusch. Geil, ja, ja, sehr auch mit Telefon, gemacht. Mit so Auflegeräusch. Geil. Sounddesign. So. Jetzt können wir weiter. Cool. Der Herr hat uns kurz ausgebremst. Das ist... Das wird nicht billig. Also Nullstellungsfall alles, ja, legt die Leistung aus. Na, eigentlich, ja, ja. Kommt doch. Kommt, Leute. So, ich nehme noch ein Schlückchen. Auf Toilette gewesen. Was jetzt mit Wechselblinken muss ja leben, ist ja restriktiv. Hm? Also 40, ne? Ja, ja. Ja, er kann sich ja auch nicht... Nee, hab ich ja schon eingepreist. Ist ja 40 drin. Ja, das habe ich ja gesehen. Ist schon eingepreist. Ja, du musst ja, also klar, ne, restriktiv, 40 km/h, genau. Also maximal 45 Stundenkilometer, aber 5 km/h machen wir eigentlich mal drunter, dann sind wir safe drin, weil du weißt immer nicht, wie die PCB eingestellt ist. Wechselblinken vorbei ist, kannst du natürlich 60 km/h fahren. Die hat auch eine Anforderungs-IFA, ne? Kann das sein? Nee. Das sieht eh aus, komisch. Nee, die ist an. Sollst du nicht irgendwas auslassen? LZB sollte ausbleiben. Also es gibt Reihenfutter. Hat die 112 LZB? Ja. Ja, ach, die kann ja schnell fahren, die kann ja, nee, die kommt auch nur 160. Es gibt drei Futter, die haben Anforderungsfahrer, es gibt aber auch ohne welche. Ich glaube, das ist so. Du willst ja die Zugfolge auch durch die LZB ein bisschen verdichten, darum. Ja, aber das ist auf der Strecke eh egal, weil die Strecke hat zwar LZB, aber die Zugfolge ist da, du kannst das nicht so ausnutzen, die LZB. Ach so. Und warum, ach so, wieso gibt es dann einen LZB, haben die einfach nur eingebaut? Nee, damit die ICEs da mehr als 160 Stundenkilometer fahren können. Ach so. Ah, ja, können die alles ab 160 Stundenkilometer brauchst du LZB. Ja, das ist klar, ja. Ja, deswegen haben die das so gemacht. Aber die Signale begrenzen das weiter. Die haben keinen Teilblock-Modus in dem Sinne. Ach so. Es gibt diesen Teilblock-Modus und da wird das halt so gesagt, du kannst dem anderen hinterherfahren. Wenn das nächste Signal in 20, 30 Kilometer kommt zum Beispiel. Gut. Ja, der Marci hat seine Probleme gelöst. Wunderbar. Vollgas. Ah, der schreibt ganz woanders. Den Chat muss ich mitlesen, das ist der Chat für alle. Der Restream-Chat. Ja, das ist der für alle, ne? Achso, du liest den Twitch. Ja, Notfitch lesen ist doof. Mein Chat. Ist nicht doof, ist voll gut. Was? Mach meinen Chat nicht mies. Mach deinen Chat doch nicht mies, ist meiner. Poste ich eigentlich? So, wer, da macht noch einer eine Notbremse hier, ne? Ja, möchte er. Aber mit Sicherheit. Auf der Strecke Hannover-Würzburg geht das zum Beispiel, genau. Was, Notbremsung? Nee, das mit dem LZB, mit dem Nachfahren von den anderen Zügen oder zwischen Hannover und Berlin zum Beispiel, genau. Was? Auf der S-Bahn in München ist das da auch extra, ne? Genau, da haben Tunnel, so im City-Tunnel dort, also stand ein Tunnel da allgemein. Ich habe das noch immer nicht verstanden, was die Stammstrecke in München ist. Ich glaube, da keine Strecke hin ist. Also ich glaube, das ist der Tunnel, nee, von Donner, nee, ich habe es noch immer nicht verstanden, was die Stammstrecke. Entschuldigung. Was machst du hier? Witzig. Ich wiederhole mich. Ich reise in der Zeit voraus. Was die Stammstrecke. Entschuldigung. Das ist Twitch. Ich komme hier in Twitch nicht raus. Der fängt sofort an zu streamen. Ja, jetzt mach mal. Kannst du nicht die Lautstärke des Browsers? Von, ich weiß gar nicht, von München irgendwo zum Anfang und dann geht das bis München Ost, glaube ich, zum Ostbahnhof dort. Ah, okay. Ostbahnhof fängt es an. Ich weiß es nicht. Vielleicht weiß der Chat das. Parsing, da schreiben sie. Parsing bis Ostbahnhof durch den Tunnel, das ist Stammstrecke. Nee, das ging vor dem Tunnel in den Hauptbahnhof. Ging das los. Nächster Halt, Bergwitz. Ausstieg, hoffentlich Fahrtrichtung rechts. Rechts. Kennst du die Strecke? Ja. Ah. Okay. Ich habe da Streckenkenntnis.
Das ist ja unfair. Warum? Ich nicht. Warum nicht? Stimmt mit dir nicht. ein bisschen früh. Ne? Der Bart ist deshalb schon so ein bisschen weiß, weil bald Weihnachten ist. Der wird im Frühjahr dann wieder schwarz. Weihnachtsbart. Weihnachten wird ja immer grau. Wird immer so weiß und dann... Ja. Und dann gehst du plötzlich im roten Mantel ins Kaufhaus. Ja, bis ich alle... Ach, das Kaufhaus nicht. Nee, da habe ich das hier Elfenkinderarbeit. Oh, jetzt bin ich ein bisschen reingeschlichen, weil ich Angst hatte. Bist immer noch dabei, Reinhard. Ja, ist auch richtig so. Schön. Besser so als anders. Ob so richtig steht, sehen Sie, wenn die Türen aufgehen. Der war von Sven. Der war gut. Genau, wie gesagt, er spielt einfach nicht genug TS, sonst hätte er auch strecken können. So sieht's aus. Ja, so it sees out. Köln-Duisburg hat auch einen Teilblock-Modus. Nein. Rigoroses, nein. Nein, hat sie nicht. Habe ich auch strecken können oder hatte mal. Wobei, nee, hat sie nicht. Dort ist das. Das ist eine dreiste Lüge. Kopf schmeißt den ganzen Babler mit seinem Schleichen nur hin. Ja, cool, oder? Ja, bei dir. Wissen wir doch, wer es ist. Das ist aber auch normal. Das ist, weiß der Fahrdienstleiter an der Strecke, weiß das auch. Die Strücke, die meine Züge sind immer besonders gekennzeichnet. Ich probiere gerade die Frage, wie lange ich meinen Job noch mache. Das weiß ich doch jetzt noch nicht. Eine Woche. Ich habe irgendwann mal Rente, das weiß ich, aber das dauert. Das ist aber auch genau. Nicht. Ja. Ja, es gibt verschiedene Strecken. Also, ich will jetzt nicht alle auszählen mit Teilblock-Modus. Basel-Karlsruhe, Teilblock-Modus. Geschrieben Leipzig-Riesa, auch LCP mit Teilblock-Modus. Würzburg, Hannover. Oh Gott. Aber alle aus dem Kopf weiß ich auch nicht. Der Rob ist nur eine Straße weitergezogen. Wie bitte? Könnt ihr doch selber im Impressum nachverfolgen. Ja. Geht ihr internetarchiv.org? Sucht ihr das alte Impressum raus? Und dann guckt ihr im neuen. Alter. Ja. Also, hat der wirklich jetzt 33 Euro gespendet? Ja. Vielen Dank für die Spende. Boah, das war. Vielen Dank, alter Schwede. Vielen Dank für die Spende. Hat sich bestimmt verklickt. Scheiße, komm mal schnell. Der hat doch zweimal gespendet. Vielen lieben Dank auf jeden Fall. Ja. Genau. So, Bier ist bezahlt. Guck mal, haben wir noch Szenarien? Sonst können wir da aufhören. Ja, lieber. Oh nein. Wir wollen aus böses Geld was bieten. Ich mach das auch alleine, Junge. Wir ziehen durch. Wir ziehen durch, ja. Und wir der halbe Chat ist offline. Nein, was wurde gefragt hier? Haben alle. Nein, alle Schnellbaustrecken haben keinen Teilblock-Modus. Siehe Berlin-Leipzig zum Beispiel hat keinen Teilblock-Modus. Ist ja auch eigentlich eine Schnellbaustrecke. Der in der Mitte heißt Thomas. Richtig. Ob du hast 140, doch, du hast keine 160. Ja, 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 ja. Ist doch scheißegal. Ersatzzug. Okay, dann fahren wir halt nur 140. Mein Gott. Ich wollte ja nur mal den anderen auch mal ein bisschen Fahrzeit gönnen. Das wird mir nicht einfach nicht gegönnt. Danke dafür. Das ist aus Norwegen. Mein Elch. Geht jetzt das mit Schweden verbunden? Nein, Norwegen. Ich war in Norwegen, Polarlichter gucken, geil. Mann. Wir haben eigentlich noch gar nicht. Keiner weiß Dauerbremszettel. Was heißt denn Bauer Dauerbremszettel? Dann kannst du gerne jetzt schon erklären. Nein. Wie viele Kilometer haben wir denn? Ich habe keine Ahnung. Du erklärst mal, was ein Dauerbremszettel ist. Ach, wir haben noch ein Stück. Ja, wir haben noch ein Stück. Na, siehst du. Ach, der Shit weiß das dort. Die wissen das ja. Die sind doch hier schlaue Leute alle. Meinst du? Ja, irgendwas. Wollte ich erklären. Nee, dann nicht. Keiner hat gefragt zum Anfang. Nee, vielleicht trauen die mich noch nicht. Was? War das Spaß mit der Pleitefliegerei, Thomas? Nee, welche Pleitefliegerei? Mit Air Berlin? Kannst du sowas hier nicht behaupten? Das war kein Spaß. Ich blockiere das Hut, ja, das ist so geplant. Hut. Das Hut geht eigentlich nicht. Nein, ich bin noch nicht über die neue Spessart-Rampe gefahren. Muss beantworten. Hier wird gefragt, wird's. Das schlechteste Spiel oder Add-on, was ich je gespielt habe. Da ist jetzt zum zweiten Mal, glaube ich, habe ich es gelesen, fragt. Das schlechteste Spiel, was ich je gespielt habe. Je. Das ist aber ein langer Zeitraum. Das schlechteste Spiel. Das habe ich bestimmt nicht lange gespielt. Das habe ich sofort ausgemacht, bestimmt. Das schlechteste Spiel, was ich je gespielt habe. Was war denn dein schlechtestes Spiel, was du je gespielt hast? Oh, das nimmst du zurück, Sven. Zusi 3 ist nicht schlecht.
Der Hund, ey, guck dir das an. Ja. Du, die drei. Nur weil er nicht mehr klarkommt mit der Technik. Hat zum achten Mal gefragt, ja, dann können wir es ja jetzt auch diskutieren. Dann ist es ja durch, das Thema. Aber das hilft nicht, achtmal fragen. Dein schlechtestes Spiel? Weiß ich nicht. Das ist blöd. Das schlechteste ist eine blöde Frage. Das Beste weiß man doch eher. Nee, keine Ahnung. Schlechtestes Spiel. Shower with you dead? Ja, morgen. Morgen. Nee, auch morgen. Nee, morgen war ganz lustig. Hatte seine Zeit, ne? Hatte seine Hose. Ja. Nee, weiß ich nicht. Sven raus. Mod, ab. Du hast das aberkannt gekriegt, der Zier von mir aus. Da geht's auch nicht. Da geht's auch nicht um Grafik. Ach, keine Ahnung. Da geht's genau, um Technik. Physik gibt's um. Physik. Entschuldigung. Schlechtestes Spiel, keine Ahnung, weiß ich wirklich nicht. Die schlechteste Spiel ist eine schwierige Frage. Ah, der Michael ist auch da. Ich habe keine schlechten Spiele gekauft. Ist das der Michael, der uns den Eierlikör geschickt hat? Das weiß ich nicht, das erkenne ich nicht im Chat. Weil der auch MW als. Ich weiß es echt nicht. Schlechtestes Spiel. Cura Rosa? Das kenne ich nicht, kennst du das? Das Cura Rosa, Alter. Ja. Cura Rosa. Nee. Hab ich schon mal irgendwo gelesen, aber. Ob du es kennst. Also nicht, nicht selber gesehen. Sind wir das vielleicht schon mal drüber? Sind wir das schon mal gefahren? Hast. Kann das sein? Ja, weiß ich nicht, sagt mir gar nichts. Oh, da haben wir fast eine Lok mitgenommen, ne? Das war also eins kann ja Bock. Oh, mit halten? 218, guck mal, wie süß. Gibt auch keine Ansagen mehr in dem Zug hier, nee. Ne? Mit dem fliege ich nächste auch nicht. Halt, Radis, rechts. Stieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt ist rechts. Was weiß, jetzt? Ich weiß mal, schlechtestes Spiel nicht mehr. Nee, schlechtes kann ich euch nicht sagen. Boah, bin oft enttäuscht worden, ja, aber... rein hier, Kopfnickerzug, ey. Ja, das ist richtig. Die für einen Atari habe ich nie gekauft. Right Away, Lokführer. Was für Spiele kennen, kenn ich noch nicht mal. New York Taxi Driver, ja. Kennst du das? Doch, das ist ein, auf... Was? Oh, Entschuldigung. Ich hab gerade auf den Chat da gelesen. Entschuldigung. Was ist Gelegenheitsverkehr? Wurde gefragt. Gelegenheitsverkehr. Taxi, Mietwagen und Ausflug. Ausflugsbusse. Ja, das sind auch Gelegenheitsverkehr, ja. Ja, also den Gelegenheitsverkehrssimulator spielen wir nicht. Außer wenn du deine Freunde nicht so oft kennst und siehst, wahrscheinlich ist auch Gelegenheitsverkehr. Achso, wir haben noch nicht nach 22 Uhr, Entschuldigung. Doch. Achso. Die müssen alle anklicken, dass hier auch böser Content kommt. Also, komm, böser Content. Also, nicht direkt jugendfrei, ne? Aber bei der Bahn ist Gelegenheitsverkehr, das ist halt kein Regelfahrplan. Achso, du bist jetzt beim Dauerbremszettel wieder. Ich, wo? Nein, ich habe nur. Nee, jemand hat gefragt, was ein Gelegenheitsverkehr ist bei der Bahn wahrscheinlich. Achso, nee, aber jetzt hat er einer hier. Achso, der Dauer wurde erklärt. Egal. Gleich. Erstmal, eins am anderen. Es ist ja, ein Zug. An. Ein Wagen folgt dem anderen. Ja, fang an. Alle, fang an. Ja, fang an. Gelegenheitsverkehr ist einfach quasi, dass man halt, wenn man sagt, ich möchte heute jetzt von A nach B fahren und jetzt den Fahrplan oder die Trasse bestellt. Und dann wird der Fahrplan drumherum über die Regeltrasse gebaut. Regeltrasse heißt, oder. Planmäßig, dass die immer wiederkehrend sind. Also wenn ich halt Montag bis Freitag einen Zug fahre, immer um 7.14 Uhr, dann fahre ich immer um 7.14 Uhr Zug. Schön. Genau. Und Zug fahren wollen wir alle. So. Genau. Das ist schön. Genau, der Mickey Mouse hat geschrieben, was ein Dauerbremszettel ist, aber es fragt ja auch keiner. Er hat es ja drin beschrieben. Ne? Der Dauerbremszettel ist ein Bremszettel, der im Computer geschrieben ist, der im Regelbetrieb sowie im Störungsbetrieb bei einer gewissen Zugkonfiguration zusammenfasst und im Übergabebuch vorhanden ist. Richtig. Right Away Driver. Gelegenheitsbedarfsverkehr gleichzusetzen. Ja. Bedarf ist her halt, ne, in dem Moment. Ah, sag Gelegenheit. Mach Diebe. Diebe. So. Geschoben. Geschobene? Da wird der Geschobene? Ich möchte geschobene Züge haben. Das ist das Schöne. Du ziehe deinen Zug. Oh, wir senden schon seit 55 Minuten, Alter Schwede. Nee, kann nicht sein, oder? Was schreibt der Robot da? Frage. Ach doch, klar, wir sitzen doch. Wir was? Haben ja vorher schon ein bisschen Pre-Show. Pre-Show? Ja. In den Podcasts, die ich höre, sind Pre-Shows bei Bits und so. Ist das kostenpflichtig? Krass. Hörst du auch Bits und so? Nee. Guter Podcast? Nee. Max? Nee. Ganz viel Max? Nee. Zwei Stunden lang? Wirklich? Sieben Stunden lang? Never. Mit Bits und so. Ja, mal ein bisschen Podcast-Werbung machen. Warum? Warum nicht? Warum? Hier ist gesehen, gibt es irgendeinen FDL, den du ganz doll magst oder einen, den du ganz doll nicht magst? Aus Erfahrung? Ich mag alle. Siehst du? Ich muss mal
sagen, ich soll es alle mag. Jetzt lassen sie mich irgendwo stehen wahrscheinlich. Ja. Schon mal ganz schön bremsen, du. Mhm. Oh, ob das oh, hingeht? Ja, geht das. Nein, ich mag alle Fahrensetter. Jeder hat mal einen schlechten Tag, wir haben auch mal einen schlechten Tag, dass wir den Fahrensetter da mal zusammen scheißen, weil wir einfach mal Feierabend haben wollen und das nicht läuft und der uns wieder rausnimmt wegen irgendeiner Renabern. Das ist halt einfach so. Geben und nehmen und gibt halt die und die. Klar, es gibt auch Fahrensetter, die motzen immer nur rum. Ja, musst du hier rangieren? Willst du hier rangieren? Und muss jetzt arbeiten. Warum machst du das? Genau, richtig. Hör aber auf damit. Ich spiele gerade Handy, warum störst du mich? Das ist, oh, aber das ist fies, ey. Das ist voll fies. Ich weiß nicht. Aber im Großen und Ganzen, nein. Das ist halt geben und nehmen irgendwo, wie gesagt. Ja, Sven sagt schon, drück doch gleich Backspace drauf. Wie bitte? Drück doch gleich Backspace. Ja, hätte ich auch machen können. Willst, ne? Ja, wenn dem mal so ein unangekündigtes Rot da reinballert, was soll das? Was soll das? Nee, was soll das? Ja, was ist mit dem? Da leuchtet der Karl, kannst fahren. Fahr doch langsam. Fahr doch los. Nein. Was stimmt mit dir nicht? Da leuchtet das Z1, hat doch gerade den Blinken. Ist rot. Gar nichts. Rot, Junge. Röter als rot geht nicht. Röter als rot geht nicht. Kaminrot. Ich da erstmal warten. Ja, guck mal, jetzt sind wenigstens die Fahrmotorlüfter. Also, schön. Ach, schön still. Erstmal Ruhe auf der Strecke. Ja, wir gehen mal kurz. Erstmal. Oh. Erstmal kurz schiffen. Hier im. Oh. Schön im Wald hier hinterm Baum. Ach, herrlich. Oh nein. Okay. Hose zu. Alles klar. Pinkeln. Ah. Hoch wieder auf die Lok. So. Muss aber nicht rein. Tappen oder sowas. Tappen? Tappen? Nö. Da darf nicht getappt werden. Das ist gut. Steht da nicht. Das finde ich schön. Steht nicht da. Nee. Achso, da stand auch was mit Höchstgeschwindigkeit, ne? Vmax 160, da steht ja. 160, die sagen 140. Aber was steht denn an den Dossos draußen dran? Siehst du das eigentlich? Rot ist rot, Jungs. Geh doch kicken, Mensch. Steht das hier dran? Steht das hier dran? Doch, die sind von VR. Die müssen eigentlich dran. Geh mal runter ein bisschen. Da unten. Warte, die muss runterfahren, darf das. Hast du 8 gedrückt? Geh mal runter. Jetzt wäre in der Tasche noch links, gut, ne? Na links. Na links. Andere links. Das andere links. Andere rechts. Da, 101, DBZ, FC. Links, das andere links. Das links? Hallo? Das links. Das andere links. Kommt wieder links. Das andere links. Boah, Alter. Stopp, weiter. Kuku Croxy? Nee. Licky Sand? Wieso steht das nicht da dran? Das muss doch da dran stehen. Eigentlich schon, oder? Zur gesetzlichen Verpflichtung. Echt? Das geht doch nicht. Ja, so, jetzt stehen wir hier. Ich glaube, das Szenario ist einfach zu Ende. Was macht ein Lokführer, wenn er wirklich trinkt auf Klo muss? Absteigen, pinkeln ihn. Ja, das ist eine Frage aus dem Chat. Was machst du denn sonst, ja? Naja, wenn ich irgendwo stehe, wie jetzt. Ah, jetzt. Oh. Oh. So nicht zu Ende. Der Intercity 2387 nach Leipzig Hauptbahnhof hat gerade in Gräfenhainichen eine technische Störung. Momentan liegt mir noch keine Prognose vor, wann es weitergehen kann. Ich werde mich bei Ihnen nochmal melden, sobald ich mehr weiß. Na dann haben wir erstmal Pause, ne? Ja, warten wir noch ein bisschen, ne? Bis er was weiß. Pause! So, Störung, ich lehne mich mal zurück. Störung. Hier, mach mal Störung. Meinst du? Mach mal Störung. Ja. Aber nur wenn ich. Ja, mach mal Störung. Störung! Genau, hat er. Ein Bier krieg. Bier? Ein Zugbier. Bier, Zugbier. Boah! Der alte Mann. Oh Gott. Und ein, das Bier. Wenn wir irgendwo vorm Singavi jetzt stehen, dann nehmen wir mal schnell pinkeln zum Beispiel. Dann trinken wir wieder ein Bier und dann gehen wir wieder pinkeln. Aber wir trinken ja nicht so. Und dann irgendwann fahrt dann der Fahrdienstleiter, was fährst du nicht los? Und dann sagst du irgendwann, oh, pinkel. Ich hatte das ja mal gehabt, ne? Da habe ich auch mal angehalten vom Signal und immer piept drin. Und ich war gerade wirklich gerade unten im Pinkeln. Das ist aber doof. Und dann hörst du so, hallo, 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 ist da jemand? Das ist süß. Und der Russe, da stehst du mitten da in Rathenow und der Russe, und dann, hallo, hallo. Ich bin unten, so, naja, ich guck gleich an, warte jetzt noch, unter mich hochgeklettert. Dann habe ich mal so Feuchttücher dabei, meine Hände sauber gemacht und dann so angerufen, wo warst du? Und ich war mal unten, achso. Achso. Ach, herrlich. Geil. Ich habe auch schon Fahrsäder erlebt, die sich hitzen, das in, weil die Frage gerade aufkam, ob mich schon Fahrsäder gesiezt haben. Die nee, kannten dich aber, oder? Nee, waren Azubis und eigentlich duzen wir. Eigentlich duzen wir uns immer. Im Bahnbetrieb immer, oder? Eigentlich, Kollege ist Kollege, ne? Und dann hat sie halt angefangen, ne? Ja, entschuldigen Sie, und aber ständig. Also diese Frau sagt ständig sie. Wo sie sitzt, sah ich nicht. Das ist echt lustig. Das macht sie immer. Die ist schon älter und dann. Älter? Also, sie hat gesagt, eher so jüngere oder so. Nee, es ist eine ältere Dame und sie ist. Alte Schule, aber die ist doch nie bei der Bahn angekommen. Aber die ist auch bekannt dafür, wa? Die ist schon bekannt dafür.
So cool. Ja, die weißt du doch hier, die eine, die sieht's immer hier. Ach, die! Ja. Rohre, geil. Ah. Ja. Hm. So, was ist hier? Ja, Zeitspiel. Warten noch. So viel Platz ist gar nicht in der Lok immer für ein Klo. Naja. Und manche haben das also, mittlerweile. Naja, manche. Also wir haben, Deutschland kenne ich noch keine Lok, die ein Klo hat. Außer die Triebwagen jetzt unbedingt. Aber wir haben keine Loks, also kein mehr Klo. Nee, von den neuen Dingern, was du so auf der Dings vorstellen, auf der Intertrans oder wie die Messe heißt? Innotrans. Ego-Trans? Innovation. Innovation im Schienenverkehr. Ah, modern, modern und treibend. Ja, dieses Jahr wieder übrigens. Freakshow. Modern und treibend. Rote Faser da an, schreiben die alle. Rote Faser da an. So, was ist denn jetzt hier? Und ja, ich bin Lokführer, ein richtiger. Ich habe sogar meinen Führerschein dabei. Ich darf Lok fahren. Gott. Unglaublich. Dass die mir das ausgestellt haben, ist eigentlich unglaublich. Oh oh. Oh oh. Das ruf den FDL das, an! Das Eisenbahnbundesamt kommt jetzt direkt vorbei hier. Herr Döhler, gehen Sie mal mit dem Führerschein. Ja, wo ist denn hier jetzt? Ja, Papa auf den Tisch. Da schießt Frau Gräfenhainichen. Guck mal hier. Der steht immer noch da. Der kommt, der kommt, der kommt. Der kommt zu uns. 2018. Hast du gesehen? Wow, der scheppert wieder. Immer. Mal dieser Bahnlärm. Jetzt kommt er, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Nee, du stehst da. Wo stehst du denn? Du da, stehst da. Hier. Ja. Ja, fang jetzt da alle durch und der hier ist kaputt, da musst du einen Gleiswechsel. Der macht einen Gleiswechsel zu dir rein. Ich sehe das nicht, bei mir ist so dunkel hier offen. Pass mal auf, der zieht gleich raus. Möchte ich nicht. Der kommt dir jetzt entgegen und zieht dann auf deinen Gleis rüber, oder? Der fährt da schon auf dem Gleis. Nee, der ist auf dem Mittelgleis, alles klar. Kein Mittelgleis im Bahnhof. Aber wir stehen. Nee, der steht in Grafenhainichen. So, wir sind hier hinten. Wir stehen ja hinter dem Block. So. Das ist der IC. Ich sag dir mit dem Klo nochmal ganz kurz, in Deutschland haben die kein Klo. Also keine, die Loks, die ich kenne, haben kein Klo. Wo gibt's denn Klos? In Schweden. Ah. Aber die fahren ja auch lange da. Die Strecken, das ist ja Wahnsinn. Sehr geehrte Fahrgäste, Gleis vor uns steht ein defekter IC des Fernverkehrs. Wir hassen alle den Fernverkehr. So macht das National Express mit dem immer. Fernverkehr. Und da, weil der so kaputt ist, müssen wir jetzt hier warten. Ja, also bitte lassen wir den Zugbegleiter in Ruhe. Der hat mich eben schon angerufen, er würde bedroht. Möchte ich nicht. Oh, das tötet Leute. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ehrlich. Ja. Ja. Nein, National Express ist, die machen eigentlich eine ganz gute Information. Jetzt ruft er an. Der Intercity 2387 muss aufgrund einer technischen Störung abgeschleppt werden. Da der Intercity gerade ihren Fahrweg blockiert, werden sie deswegen in Gräfenhainichen auf Gleis 4 umgeleitet. Sobald ihr Fahrweg gestellt ist, kann es weitergehen. Fahrdienstleiter, Ende. Ah, danke. Aber doch. Wo kommen da die Fußballfans? Im Betrieb auch wirklich so viel Geduld haben, ne? Also auch viel zu warten und die nächste Information abzuwarten. Kannst du dich tappen? Nee, das ist gut. Ja. Das ist ein schönes Szenario. Ja. Gefällt mir. Ist wirklich so real, also wie es geht, ne? Aber wir haben noch keinen Güterzug. Also ich erlebe das. Na, da stehst du ja noch länger mit dem Güterzug. Die sagen erstmal nach 4 Stunden dann überhaupt: Du Kollege, bei uns ist der Bahnhof gerade voll. Achso, und was habt ihr die letzten 4 Stunden gemacht? Weiß ich nicht. Gerade ist angefangen. Stand. Ich habe gerade erst angefangen, genau. Ich weiß nicht. Ich muss mich erstmal informieren. Jetzt geht's los. Jetzt geht's weiter. Guck mal. Ei. Schön. Oh, auf Gelb. Ich bin im Wittenberger Steuerwagen. Ja, bin ich schon mal in Relay gefahren. Aber nicht. Und los. Mit die fahren. Mit die fahren. Beim Kollegen mal. Hat es gezählt? Hat nicht gezählt. Wie gesagt. Was hat er doch, hat gezählt. Gesehen. Ist alles gut. Ist doch grün gewesen. Ja. Ist grün, Junge. Du freist dich draus. Er war nicht grün, das war gelb. Hä? War gelb 60. Echt? Das war Vor- und Nebensignal. Ich hab nichts gesehen. Hauptsignal und Nebensignal. Nachher kannst du dir weißt du was nicht. Weißt du, was ich meine? Ah, ist ja dein. Ist ja mein Spiel, hä? Dein Counter. Ist mein Counter. Guck mal, der ist noch auf 0. Bis jetzt. Wie lange? Ja, weiß man nicht. Nee, ich fahr keine Reisezüge im. Halbe Stunde. Ich fahr Güterverkehr. Und ich habe mal Personenreiseverkehr im Sonderverkehr gefahren. Sonderbahn. Eishockey-Fans und Fußball-Fans von Arnhem. Ja, sowas hier. Gelegenheitsverkehr. Gelegenheitsverkehr. Sasa, genau, du hattest Gelegenheitsverkehr. Ich hab Gelegenheitsverkehr. Die vorne guckt mit. Ja, guck mal, da ist der IC. Jetzt weiß der ist doch eben vor uns ausgefahren, ne? Ausgefallen, nicht ausgefahren. Nee, ausgefahren. Das hier ja doch. Nee, in, wo waren wir eben?
Wo sind wir losgefahren? Lutherstadt-Wittenberg. Ja. Hat ja geklappt. Ja, eigentlich ist ein Bitterfeld, ne? Nee, wir fahren ja nach Bitterfeld. So. Und muss ich einen aussteigen lassen? Ich fahre ja nur, ist ein Bahnsteig. Die Frage ist, ob ich nochmal nach Österreich fahren bin. Ja, nach Kufstein bin ich mal einmal gefahren. Ja, da muss ich halten. Klar. Mit der 1042-25 von Zentralbahn im Sonderverkehr. Von Frankfurt am Main. Öff. Warum machen wir mal die Türen öff? Na? Fällen die Türen öff? Die Flur macht? Wir fragen heute an mich schon wieder hier, ne? Ja. Du warst ja letztes Mal nicht da. So ich wie war letztes Mal wir beide. Da. Wir beide waren aber auch nicht da das letzte Mal. Ich muss halt arbeiten. Da muss ja aber Geld verdienen. Wir haben Viertel nach drei und da ist schon so dunkel. Nachts. Ja, also, 15 Uhr. Also nachmittags. Nachts. Ja, ist Herbsttags bewölkt. Ja, gut. Der fehlt mir. Froh, dass es gerade nicht regnet. Guck mal. Ah ne, guck mal, die Hornen auch. Geh zu. Nee, will nicht. Türstörung. Jungs. Türstörung. Jungs. Jetzt haben wir zwei ausgefallene Züge. Oh, oh Gott. Ja, ganzer Bahnverkehr im Arsch, du. Ja. Die sind wahrscheinlich die ganze Zeit offen einfach. Ne? Störung. Ach, was funktioniert bei dir nicht? Was funktioniert mit dir nicht? Ja, jetzt gehen die Türen nicht mehr ob zu. Ob ich nächste Zeit mal nach Mannheim komme, das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Kann man jetzt einmal Zwangsschließung? Nee. Aber ich komme selten noch nach Mannheim. Geht nicht, was? Geht nicht zu, ne? Und ja, was ist damit? Mach doch mal, oder? Mach doch mal. Fahr doch. Scheiße. Jetzt. Mann. Ah, jetzt gehen sie auch zu. Schön, schön. Warum nicht gleich so? Na. Warum die Verzögerung? Was ist mit den Kindern? So. Dann bestimmt eher in der Tür. Echt? Mal ja. So lange mit seiner Gummipuppe geknutscht. Ekelhaft. Möchte ich nicht, ja. Ich glaub das auch. Ich war auch schon mal in Thüringen. Klar. Also noch. Ja, stimmt, der Talent 2, der hat auch immer die Türen kaputt. Gast du. Und wo fährst du am häufigsten? Auf Schienen. Auf Schienen. Zwischen 14 und 35 mm fahre ich am meisten. Ost, Nord, Süd, Ostdeutschland. Ost, Nord, West, Nord. Nord, West, West. Nee, Westdeutschland nicht. Oh oh, oh oh. Was denn? Ich detektiere einen näher kommende Lok. Oh oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird knapp. Nein, Hilfe, Hilfe. Aber wirklich nah am Gott. Nah am Kennzeichen geparkt. Ja. Da war noch Luft hinten, ne? Was ist mit den Leuten? Was ist mit den Leuten los? Möchte, dass hier richtig lokomotiviert wird, ja? Ich glaube, wir könnten das mal einstellen, was wir am häufigsten fahren, was ich am häufigsten fahre, und dann können die das einfach eingeben, oder? Das ist ja. Wie, was du häufigst fährst? Die Frage hier, was ich am meisten fahre. Wo ich am meisten fahre. Also VMAX ist 160, fahre ich auch 160, oder? Die Wagen, die werden da schon auch kommen. Die haben ein bisschen Sicherheitspuffer, oder? Ja, stand auch, klar, ja. Los, ja. Die können das. Ja? Da steht ja auch nichts dran. Richtig. Das sind, ne? Wenn nichts dran steht, dann gehen die bis 250. Das sind deutsche Ingenieure beim Bundesamt. Da ist immer ein Spielraum. So, immer so, 200% so, ja. Ungefähr. Könntest du auch einfach an TGW hängen. Schockel, danke. Das auch nicht. Was? Mann, du sitzt hier in der Mitte wie eine Made im Speck. Ja, ich find's schön. Mann. Ach, ehrlich, so. Sich eingezeckt hier, ne? Sich voll eingezeckt. Guck, ich geh dir mal eben Bier holen. Ich bin die ganze Zeit mal allein auf Arbeit. Aber jetzt guck mal, jetzt habe ich hier zwei erfahrene Leute mit auf Arbeit quasi. Wo? Achso, erfahren. Erfahrene. Ja. Erfahrene. Wir fahren ja auch im Training oder so. Ich habe keine Ahnung von. Lecker. Nächster Halt. Burg Chemnitz. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Sehr gut. Bitte beachten Sie den Abstand zwischen Tür und Bahnsteigkante. Burg Chemnitz. Vielen Dank für Ihre Fahrt mit unserem Sonderzug. Chemnitz mit K. Ja. Chemnitz. 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 Nee, Chemnitz. Oh, das wird aber dumm. Was denn? Bist du schnell? Bisschen schnell alles. Backspace! Backspace! Wie viel hast du denn? Mit 4-2, ja. Mach mal 4. Mach 4. Mach 3-7. Mach 3-7. 3-8, wenn. Auf dem Kessel. Das ist doch gut. 100. Das
sieht doch gut aus. Würde das so lassen. Ja, ich würde es so lassen. Einfach mal drüber gerollt. Ratze, ja, Fatzi. Sieht gut. 60, guck mal, kannst du mir auslösen. Siehst du? Ja, das ist aber das ist so rumgepaddelt, ne? Das machen nur die Anfänger. Was soll das jetzt hier? Na ja, gut, ich bin auch Anfänger, ne? Ich bin einfach Anfänger, also die ganze Zeit schon. Ich hab keine Seit 2012 auf YouTube, ja, immer Anfänger geblieben. Ja. Mein Gott. Bei YouTube. YouTube ist auch keine Ausbildungswerkstatt für Ausbildung, für Lokführer. Nicht? Nein, ich glaube nicht. Aber auf jeden Fall nicht anerkannt, sag ich mal so. Ne? Jetzt kam gerade die Frage, ob die heute noch von Hamburg fahren. Och, lasst euch doch überraschen. Muss ich jetzt nachgucken? Nee, nein. Einfach überraschen lassen. Das wird schön. Das wird schön. Keine Ahnung. Wo habe ich eigentlich zweimal die? Wir wissen es ja selber auch nicht. Wir wissen es ja selber auch. Nee, man weiß ja keiner. Woher sollen wir denn fahren? Zu weit fahren. Geht aber noch. Guck mal. Das Signal hat schon geschaltet. Ey, wenn um 15 Uhr so dunkel sein darf, dann darf ich auch ein bisschen zu weit fahren. Nee. 15 Uhr, ja, 15 Uhr schon endlich dunkel da. Man nennt mich auch Backspace Rob. Ja. Oh, guck mal hier. CE oder was? Schön. Ah, grüß mal hier, ey. Ist schon durch. Schade. Guck mal hinten noch. Hier, zwei. Backup-Fahrer. Mein Gott. Willst du machen, ne? Nee, nix. Aufblenden kann man hier auch nicht, ne? Nee, die hat keine Aufblendlichter. Fernlicht oder keine Ahnung. Was wir gerade fahren, steht oben bei Strecke. Ja. Oben links. Ja. Oben links zu erkennen, Bitterfeld. Es geht nach Bitterfeld. Rechts neben der Uhrzeit steht Strecke und dann kommt... Läuft die Uhrzeit, ey? Ja, Uhrzeit läuft. Auch pünktlich. Ja. Immer pünktlich. Ja, gut dabei. Da haben wir 160. Das ist prima. Oh, das gibt auf YouTube direkt. Eine Zeile. Der Fahrinsider ruft. Was ist los? In Muldenstein ist ein Baum auf Gleis 3 umgekippt. Leute vor Ort, um das Gleis wieder freizugeben. Sie müssen allerdings vor Muldenstein auf HP0 rechnen. Wann es genau weitergeht, kann ich Ihnen leider noch nicht sagen. Och. Ich melde mich dann, soweit ich mehr weiß. Also, Ende. Das ist so eine typische Fahrt. Letzte Woche zu meiner der Arbeit. Genau so ist das gelaufen. Der sieht Brand an der Strecke. Der FDL sieht es. Das ist doch keine Suchnummer, ne? Würde mal sagen, Kollege von Zug, so. 32. Ja, gut, ist ja jetzt Amateurprojekt, der weiß das dann auch nicht besser. Aber nicht siezen. Nicht siezen. Sag du. Oder sag Kollege, kannst du auch sagen, der Kollege, bitte. Kollege, was ist los? So, kann man Fragen auf eigentlich? Oder? Ja, der eine fragt die ganze Zeit, der Puschelgeil, oder? Ja, gar keinen Bock mehr. Die Fragen sind, da habe ich jetzt noch keine Lust drauf. Was ist euer Lieblingstier? Nee. Was ist eure Lieblingsfarbe? Grün. Wolfred. Ja. Manfred. Bernd. Detlef. Sie dürfen nicht sitzen, das finde ich auch schön. Sie dürfen mich nicht sitzen. Hör sie auf damit! Das ist gelb, ne? Was? War doch gelb, oder? Ja, verbremst halt schon. Richtig. Ah, ich gucke Stream hier ein bisschen hinterher. Achso. Aber das Bild ist heller als hier auf dem Bildschirm. Ja, nee, ich sehe es halt, das ist gerade dunkel. Ich kann gar nicht mitreden. Ich weiß gar nicht, wo er steckt. Nachtstrecke, aber kommt nachher wieder der Tagfahrt. Ja, gleich kommt hier Muldenstein. Muldenstein? Wo ist das? Da ist auch immer Baum auf Strecke, Brand am Bahndamm. Ist immer alles, da ist immer los. Da ist immer volle Pulle Action. Ja. Aber das wirklich, also National Express, da RB48, da ist auch immer irgendwas. Aber letztens Wind, ja? Wind? Ja, Wind. Direkt Baum auf Oberleitung. Scheiße. Direkt alles eingestellt. Du hast mir mal die Bilder vom Überleitdisplay geschickt. Ah nee, hab ich noch gar nicht, tut mir leid. Ganz schön. Also Ansido 74, der weiß, was ich meint. Ich hab das noch nicht, tut mir leid. Ist die 74 Zeit geboren? Die Zeit war noch nicht da. Erik 98 ist 98 geboren? Ja, können wir mal rausfinden, wie alt die Leute im Stream sind. Der Game ist 444. Alter! Oder geboren, ne? Und der Dennis noch gar nicht, der ist nämlich CK. Also ich bin 10K. Ich bin 10K Bau. Vorhin kam die Frage auf, ob es schwerer im Fernverkehr oder im Güterverkehr reinzukommen oder im Personenverkehr. Das ist gleich. Also wenn man die Ausbildung macht, kann man danach alles fahren. Da gibt es keine Unterschiede. Man Bremsen ist das Entscheidende. Genau, Bremsen ist das Entscheidende, aber die Fahrzeugausbildung, man macht halt die Fahrzeugausbildung, denn halt sagt, ah, die Lok mit den Wagen, aber das ist unterschiedlich. Gut.
Was machst du denn jetzt? Ob die Ludmillas werden gefahren, bis sie auseinanderfallen. Also die Ludis. Die fahren wir bis zum Bis die Ludis auseinanderfallen. Ja, ich habe Neubaureihe 187er, ganz frisch gekommen. Nächste Woche fahre ich die komplett. Ganz frisch aus dem Eibell. Noch nicht ausgepackt. Noch nicht die Folie vom Schutz des Bildes. Ü-Ei, ja? Kommt dann so ein riesen Ü-Ei und dann machst du vorne die Klappe auf. Oh, guck mal. Würfel. Das ist geil. Ja. Der Simulatormann 1 wird morgen 2. Naja, da, grüßen, da machen wir es nachher. Da musst du online bleiben, mein Freund. Ich wollte doch keinen grüßen. Na gut. Welchen Simulatormann? Siehst du, der Erik ist 98 geboren. Ja, ich kenne die Tricks hier beim Namen erstellen. 15, siehst du, Zitauer ist 15. Oh, 14 haben wir auch schon, den ICE-Fan, 411. Wir haben nächstes Jahr 5-jähriges Bestehen. Hm? Das ist doch im November. Ja, nächstes Jahr im November, oder was? Geil. Das wird, Jahr. Da wird im November. Haben wir dann dieses Jahr vielleicht gerade 4-jähriges? Ja, November. Zum Weihnachts, zum Nikolaus-Stream. Ja. Das wird schön, da gehen wir wieder schön auf den Weihnachtsmarkt. Glühwein. Ja. Wir trinken da natürlich nur alkoholfreie Glühwein. Nicht, dass ihr denkt. Siggi zockt ist natürlich 70, lockt. So macht er sein Nickname. Ja. 17, das 23. ist auf jeden Fall, also die reißen hier den Altersdurchschnitt ganz schön nieder. Die sind mit uns aufgewachsen. Die sind mit uns aufgewachsen. Ja, aber viel zu später geboren. Nein, ich meine, das stimmt. Ach so, meinst du? Ja. Mit der Müttermilch aufgesogen, ja. Boah. AKA Bier. Möchtest du noch Milch? Nee, zu Bier. Ach so, immer mal schön, hier so vorm Signal, ne? Ich geh nochmal kurz hier. Ja, super. Ich bin aber auch schon alter, ne? Kann die Spannung gar nicht mehr. So, ja, hier. Guck mal hier. Oh, scheiße, das ist ja direkt eine Straße. Ich mach mal Anhalter. Ja, Mühlenstein ist direkt eine Straße neben der Stadt. Ah, jetzt jetzt. Ich muss wieder. Oh. Wieder mal ran. Ja, aufgrund der Bergungsarbeiten in Muldenstein ist das Gleis kaputt. Länger gesperrt als gedacht. Deswegen werden sie auf Gleis 4 heute umgeleitet. Alter. Heute ist aber ein Würmchen drin, hä? Würmchen. Bitte warten Sie noch etwas, denn die Fahrstrecke wird für Sie gleich freigegeben. Exklusiv. Der nächste Fahrweg ist für Sie exklusiv reserviert. Ist das Gleis. Bitte bleiben Sie in der Leitung 6. Sie werden deswegen in Muldenstein auf Gleis 4 umgeleitet. Alles klar. Ihre Fahrstrecke wird gleich freigegeben. Alles klar, danke. Ende. Ja. Tschüss. Das ist nett. Tschüssi. Er hat aber auch keinen Bock mehr, der Hörste. Tschüssi, Kollege. Ah, der ist nervig. Der hat die Nerven weg. Feuerwehreinsatz halt. Der IC wird wegen der Notfallmanager ständig. Oh, dann hast du noch nervende Güterzuglokführer wie mich. Dazwischen die jetzt noch die da reinblöken die ganze Zeit. Willst du den Reisewagen noch losschicken, du? Ich bin Owner da. Ich muss auf Toilette, du. 100 Tonnen Salpetersäure hinten dran. Die wollen da auch mal weg. Die werden noch schlecht. Ach, herrlich, ey. Schön. Was ist das denn? Hier haben sie direkt gesperrt. Alter, zwei Scheiben Ware im Gleis, ne? Puh. Ich sehe keinen arbeiten. Ist ja auch. Naja, bestimmt weiter. Da schafft keiner. Ist da unten? Ich muss wieder im Stream gucken. Was? Heller, ne? Was? Sind schon dran vorbei. Guck zu spät. Muldenstein. Nee, das hat schon gepasst. Schön. Schön. Muldenstein. Schuldenstein. Schuldenstein. Schuldenstein im Muldenstein. Ist das ein Bahnhof? Sind da Weichen drin? Ja. Was hatten wir vorhin erklärt mit dem Bahnhof? Was ist ein Bahnhof? Wo Züge enden und beginnen. Und auf jeden Fall eine Weiche drin ist, ne? Ja. Mehr als 8 Fahrgäste. Eine Weiche oder eine Weiche? Ja, mehr als eine Weiche. Ah, okay. Also mindestens 2, ne? Wahrscheinlich. 2. Sonst ist ja ein Abzweig. Ja, stimmt. Witzig. Also selbsterklärend. Das ist völlig logisch. Ihr müsst auch mal ein bisschen aufpassen. Ja, das ist Bildung direkt im Stream erklärt, ja? Ja. Klingt komisch. Hier die Frage kam auf, was besser ist mit der Ausbildung. Das kann ich nicht sagen, ob bei der Bahn das besser ist oder anderen Firmen. Ich denke mal, das sind ziemlich viel. Wo hast du gemacht? Bei der Bahn. Wer hat's erfunden? Hier Panzer. 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 Oh, sehr schön. Krieg. Friedenspanzer. Friedenspanzer. Der Trump holt ja wieder die Dinger raus. So. Das sind Friedenspanzer. Ja, komm, Friedenspanzer. Oh, ey. Ja, was ist denn hier los? Die Schienen sind so rutschig. Da kann ich doch nicht Muldenstein. Da haben die wieder Schleim auf die Schienen gespritzt. Oder weiß Ghostbusters, ich. Immer. Ja. Die werden genau. Da war ein Ghostbusters-Einsatz. Darum mussten wir jetzt auf Gleis 4. Ja. Ah, ja. Verstehst du? Wir gucken jetzt mal eben hier.
Was weil da das los, alles so schön angeordnet ist. Guck mal hier. Was ist denn da los? Ah, Friedenspanzer. Ich sag so, Friedenspanzer. Und hier, guck mal, was das ist. Guck mal hier. Was ist denn der da? Eine Parkeisenbahn. Die Presse. Die Parkeisenbahn mit hinten drauf hier. Guck mal. Ach. Wo ist die denn her? 199, 102, Deutsche Reichsbahn. Was ist RDB? Das ist Berlin-Pankow. RDB ist Reichsbahndirektion. Ah, Pionierbahn. Pionierbahn, hier hinten sind auch die Waggons. Guck mal, die haben sogar Licht an, das ist schön. Auch wenn sie oben drauf sind. Ja, Pionier-Eisenbahn Berlin. Ja. Oh, ja, sehr schön. Ich fahr schon mal los. Haben wir da überhaupt Höchstgeschwindigkeit 30 km/h, voll geil, die Pionierbahn. Der Eichter da auch. Ja, schneller fahren die da auch nicht. Aber wo ist die denn? Also in der Berliner Wuhlheide. In der Wuhlheide? Weiß man doch. S-Bahnhof. Ja, ich weiß nicht, was die Wuhlheide ist. S-Bahnhof Wuhlheide oder. Alte Pionierpark. Wuhlheide. Da wurde genau, Pionierpark. Da kann man schön Konzerte gucken. Fez ist da. In der Wuhlheide. Einfach mal Fez. Fez Berlin. F-E-Z. Aha. Freizeit- und Erholungszentrum? Was soll's weiß? Boah, alter Schwede, ey. Magic, it's magic. Ich bin weit rumgekommen. mit der Pionierbahn. Ehrlich. Wenn du einmal 8 Tage mit der Pionierbahn unterwegs warst. Von Moskau nach Vladivostok. Warte, im Stream alles lernst du. Ja. Wir sind ach, guck mal, wir haben sogar einen Zwang-Counter da. Alter wo? Schwede. Da im Chat. Der Mobot macht wer das. Wer muss den denn aktualisieren? Der Sven wahrscheinlich. Fuchs. Unsere Mods, auch nochmal vielen Dank an euch. Die sind nämlich sehr auf Zack und haben die Bots da sehr gut im Griff. Die Mod-Crew. Mod-Crew. Einmal Ghetto-Faust, Mod-Crew, Ghetto-Faust. Zugbier-Ultras. 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 Zu im Kopf. Ne, der Julian ist auch noch dabei. Der Sigi ist auch Moderator. Vielen Dank. Ja, und der auf jeden Fall. Wir müssen aber die Namen nennen. Der Gänsemann. Schöne USB-Steckdose, sag ich nur. Buschjäger. Buschjäger? Kaufempfehlung von mir. Buschjäger USB-Steckdose. Buschjäger, auf jeden Fall. Kostet nur 40 Tacken. Ja? Ja. Immer kurz angeschraubt, losgeschraubt, hingemacht. Super. Jetzt wird die Frage, welche Baureihen ich schwer fahren kann. Viele. Können wir das mal in fahren Mobot? Ja. Ich fahr welche Baureihen darf Thomas fahren? Schreibt das alles mal in die Textdatei. Ja. Die werden wir mal in Mobot rein. Können wir das jetzt machen? Nee, in kleiner Pause mache ich das mal. Ja. Ich schreibe das mal in einer Pause hier Baureihen. Ich habe für Weihnachten. Ich kann das im iPhone, habe ich das sogar drin. Ja. Wo ist das drin? Bei Xing? iPhone. Bei Xing. Bei Xing, genau. Ich biete BR187 BR232. Stimmt, die ist dazugekommen. Muss da das wohl dazu schreiben. Oh, das ist nix. Aua. Oh, da wackelt die Lok auch schon hin und her, ja. Schleudert beim Bremsen. Ja, schleudert beim allem irgendwas. Also heute ist aber auch eine Scheiße am Dampfen hier, ne? Das ist ja schlimm. Ja, ne? Mein Gott. Oh, da jetzt gibt's mehr. Beim Anhalt. Oh, da würde der lässt sich gerade eine Weiche nicht stellen. Mann. Dadurch ihren Fahrweg. Ja. Laut einer Prognose, die ich soeben erhalten habe, müsste es in circa 10 Minuten weitergehen. Das ist aber ein geiles Szenario. Boah, geil gebaut. Für diese Fahrt als Ersatzzug einspringen, enden sie heute in Bitterfeld auf Gleis 9. Ich wiederhole, da sie als Ersatz unterwegs sind, Hauptsache ich komme bald auf Gleis 9, Fahrdienstleiter Ende. Nein, doch. Der ist aber auch fertig, ne? Der geht danach schweißgebadet vom Stühlchen und erstmal. Der hat alter Schwede. Baum im Gleis, IC-Linie blieben, alles. Baum in der Oberleitung, Auto in der Oberleitung. Freitag der 13. Ja, der hat Gleise umgelegt. Dann warte mal 10 Minuten, oder? Ich warte einfach, bis da wieder was anderes angezeigt wird. Ne? Jetzt kann ich erzählen, welchen Baureihen ich fahre in 10 Minuten. Mach doch. Ja? Ist doch schön. Wollt einer mitschreiben? Rob könnte auch. Ja, mein Handy. Ich weiß es nicht. Nein, ich weiß es aus dem Kopf. Was denn du? Gib doch mal mein Handy. Was schick dir das. Du willst als Textdatei das haben, dann könnt ihr das einnehmen. Dann fragen die Frage, kommt doch heute noch öfter, oder? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht? Nee. Das weißt du nicht. Software-Update, nein. Da sind alle fertig mit der Welt, der FDL und der TFC. Ja, alle. Nee, alle Schnauze voll. Ja, da hast du die Fresse dick, das ist ne? Einfach so Alter, einfach die ganze Zeit nur bremsen, losfahren, bremsen. Da kommst du nach Hause. Störung. Was? Ja, Störung. Ja, das hörst du wahrscheinlich einen Dauerton. Da schreit dich noch einmal die Frau zu Hause an, da bist du auch. Da geht's Störung. So entstehen Amokläufe, glaube ich.
So halb. Ja. Ja, das ist schlimm. So ähnlich. So ähnlich. Kann schnell passieren. Soll ich dir schicken? Nee. Ich kann gerade eh nicht, mir egal. Achso. Na. Mir egal, wo du es hinschickst. Mach ich denn die Liste? Schickst du in die Mod-Gruppe? Bist du in der Mod-Gruppe? Bist du ja kein Mod. Nee, wer kein Mod ist, ist halt nicht in der Mod-Gruppe. Nee. Hab ich alles. Bin ich Mod? Eigentlich müsste er. Ich gebockt finden, ne? Bin Mod. Aber wir könnten dir mal Mod-Richte geben, wenn du. Ach, die hab ich wohl. Wenn ich mach, dann Mod. Ich bin Mod. Aber könnt ihr das weitergeben? Edit kommt. Denke ich mal. Oh, guck mal hier. Chat-Regeln gibt's auch. Ja. In der Mod-Gruppe ist nicht viel Personal. Aber dafür gutes Personal. Du brauchst wenig, aber gutes Personal ist halt so. Warte mal, ich kann ja in Twitch online gehen und dann kann ich das nochmal da reinstellen. Ja, genau. Twitch. Tut ja, fehlt eigentlich nur noch eine BÜ-Störung, ja, das stimmt. Bisschen ist rot und er fummelt am Handy. Das ist der TF. Oder naja, was soll ich denn machen? Soll ja, ich jetzt da gucken? Ist rot, ja. Ja, bitte. Soll ich jetzt da gucken? Warte, kann der jeden Moment weitergehen? Ist immer noch rot. Blitzstart. Immer schon mal hier so ein bisschen... Oh. Jo, jetzt kommt nochmal eine Ansage. Schon ein paar Ampere hochschalten im Leerlauf. Wenn die 10 Minuten vorbei sind und was? Die Interzeit läuft weiter, dann holen Sie sich bitte mit Tab die Erlaubnis, das gestörte Signal zu überfahren. Sie bekommen dann ein ZS7, der Auftrag auf Sicht weiterzufahren. Dies gilt bis zum nächsten Hauptsignal. Die maximale Höchstgeschwindigkeit beträgt dann nur 40 km/h. Ich wiederhole, sollte nach den 10 Minuten, wenn die ETA-Zeige weiterläuft, das Signal nicht umspringen, dann holen Sie sich bitte mit der Taste 9,5. Tab die Erlaubnis, das gestörte Signal zu überfahren. Sie bekommen einen ZS7 springt hier und um. Dürfen nur auf Ton, Sicht ja, entweder macht er ja oder nein. Von 40 Stundenkilometer bis zum nächsten Hauptsignal fahren. Kriegen wir eigentlich was für die Werbung? Ende. Wenn die Leute Werbung gucken müssen, dann müssen wir da auch was von haben. Diese Werbung unter Twitch unterstützt Twitch. Das ist ein Männerstream, da muss man nicht zeigen, wie man Beine rasiert. Das ist aber cool. Ja, echt, das ist ja, also ja, die Werbung ist wirklich verfehlt. Ne? Die sind ja, wohl nicht zielgerichtet, ja, oder? Nee. Obwohl, aber vielleicht... Wir haben auch zwei Zuschauerinnen, aber... Echt? Ja, hallo? Haben wir Zuschauerinnen? Das würde mich ja mal interessieren, ob wir Zuschauerinnen haben. Alles Zuschauerinnen. Ja? Sven ja, ja. Und Joro und die Mods. Stell das jetzt rein, Achtung. Duk. Da ist die Liste. Boah, oh. Deleted. Kein Spam. Boah. Zu viel. Darf ich doch... Achso, ich darf die anzeigen. Kannst du die... Ich kann die posten. Entsperren. Na, poste die mal. Ich kann die auch nochmal posten. Poste die auch nochmal. Das ist zu viel. Mich sperrt er nicht. So, mich später nicht. Sind die Logs, die ich alle fahren kann. Viel Spaß. Ja, der Game hat es auch schon gemacht. Also sehr gut. Okay. Ja. Zuschauerin am Start. Saarlandengel. Achso, Saarlandengel. Saarlandengel. Was ist das denn für ein Zeug? Saarlandengel? Was? Dann schleudert die Lok nicht so bei Saarlandengel. Saarlandengel. Ja, doch eine Zuschauerin. Also da kommt Venus Beinrasierwerbung bei Twitch. Wenn du auf den Stream klickst. Ja. Wahrscheinlich hat die Frau so viel geguckt. Ja. Sagt sie, man muss nicht. Zockt ist ja auch, der Stream ist auch für Volljährige. Beine rasiert man sich erst mit 18. Ach so, kannst du, Was denn? Also ja, das... Danke. Was kann ich? Szenario. Szenario. Das Szenario müsste, könnte Trains Omsi TV auch auf Railsim veröffentlicht haben, oder? Das weil weiß da gerade gefragt wurde, ob das irgendwo verfügbar ist. Ich habe es aber auch noch nicht. Dann müsst ihr bei YouTube unter dem Link von dem Video das, gucken. Das ist nämlich ein recyceltes Szenario aus dem letzten Szenario. Das ist nicht recycelt. Das, wir nee, also sind nee, das ja also nicht gefahren. Nee. Dann wäre es recycelt. Aber wir haben es nicht gefahren. Es wurde uns eingesendet nee, und wir haben es ja schon verweigert. 10 Minuten. Wir waren ja alle bei Q2 nicht da bei Zugbier. Die lief ja so quasi komisch. Schon alleine die Sendung. Oder gar nicht. Vielleicht sind die. Vielleicht auch nicht. Also, das ist wie so eine Katze im. Ja. Kartönchen? Ja. Ja. Schrödingers Folge. Schrödinger. Schrödinger. Zu 2 2017. Schrödingers Bier. Geil. Schrödingers Bier. Ja. Sobald du reinguckst, ist es nicht da. Weiß man bei Resim nicht. Ja, dann weiß ich nicht. Vielleicht müssen wir das nochmal. Müssen Tränen Omsi TV, falls sie zuschauen, sich nochmal melden und gucken und sagen, wo. Verweigert. Der guckt bestimmt auch. Keine 10 Minuten. Um. Wie lange soll das denn gehen? 39 Minuten, da stehen wir aber eine halbe Stunde von, ne? Saarland Engel guckt immer zu. Nee. Dampflok-Experte hier. Nee. Da, hier, dort. Da halte ich mich raus. Nee, ich bin kein Experte, kein Experte. Doch. Du erklärst das gut. Ja, bei Zugbier Q2 waren wir alle mit Beine rasieren beschäftigt. Wir machen keine Werbung von wem. Könnt ihr nochmal auf YouTube suchen. Q2, ja. Q2 war. Da gab es einige Videos. Na, Mann.
Wir haben, sind U-Boot gefahren. Man sieht nur Wasser. U-Boot-Wettrennen. Ja, Zuschauer aus dem Saarland. Ich habe ja mal in der Nähe vom Saarland gewohnt. Ja? Ich hatte viel Einblick in die Sprachbildung der Saarländer. Das war sehr lustig. Also nicht, nicht lustig gemacht, sondern das war sehr interessant. So. Sehr schön. Ah, ich krieg schon Hilfe angeboten. Birkenfeld habe ich da gewohnt. Birkenfeld, das ist gerade nur in Rheinland-Pfalz. Ja, in der Nähe von St. Wendel. Wer kennt es nicht? Wer kennt nicht St. Wendel? Wendel. Oder Türkis Mühle. Türkis Mühle. Türkis Mühle? Ja. Kennst du? Ja. Hast du Streckenkunde da? Nee. Hast du nicht? Ja. Oder Hopstetten-Weiersbach? Nein. Zwischen Mainz und Saarbrücken? Ja. Mainz und Saarbrücken. Ja, das ist die Strecke zwischen Mainz und Saarbrücken, auch ständig gesperrt wegen Baumaufstrecke. Ich bin ja einmal mitgefahren vorne, aber Erdrutsch. Einfach nur mal so vorne mitgefahren. Und mal 612 war. 612 war geil. Genau, ja. Ja, sehr geil. War nicht sehr, also ich bin die früher auch zwei sehr nette Kollegen, die mich da so gefahren haben und sehr viel gequatscht haben. Fahren wir mit Befehl drüber jetzt hier. Was ja, geht hier? Doch verweigert. Nicht. Verweigert. Mann. Ja, verweigert. Wir müssen ja erstmal warten, bis der. Ne? Befehl, ich schreibe den Befehl. Habe ich welche Befehl? Ich habe einen Befehl auf dem Tablet dabei. Kann ich einen Befehl schreiben? Schon wieder für, ja, wenn wir jetzt anfangen, unsere Befehle selber zu schreiben, dann können wir das ganze Bahnsystem auch einfach in den Schrott schmeißen. Ja. Warum? Ach, Scheiße, ich schreibe mir den selber. Wieso? Ich bin da reingeknallt, aber ich hatte doch einen Befehl. Ja, woher haben Sie den? Ich habe den selber geschrieben. Lustige Geschichte. Können wir die Zeit mal ein bisschen überbrücken. Und zwar bin ich dieses Jahr Anfang nach Bad Bentheim gefahren. Stehbier, ja. Und ich fahre und grüne Welle. Und immer eigentlich in Bad Bentheim ist das so, du musst dich vorher anmelden und sagen, du kommst um die Ecke, damit der Holländer da rechtzeitig dasteht. Und ich fahre und macht sich keiner... Was heißt Holländer? Nein, der Holländer kommt den Bad Bentheim ist an der holländischen Grenze. Genau, Bad Bentheim ist ja der Grenzbahnhof, ne? Ja. Und ich mache mir auch keine Platte drum und habe das auch irgendwie so ein bisschen vergessen, dass ich da anrufen muss und fragen muss. Und jedenfalls fahre ich. Getrannt. Und irgendwann stehe ich vor diesem Einfahrsignal in Bad Bentheim und da ruft mich der Fahrinsider an und fragt, sag mal, Kollege, was machst denn du jetzt hier? Wo kommst denn du jetzt her? Hä? Ja. Ja. Ich sag, wie komme ich jetzt her? Na, wie hast du das jetzt geschafft? Was habe ich denn jetzt geschafft? Der Bahnhof ist voll, du kommst hier nicht rein. Du kommst hier nicht Platz. Rein. Ich habe gar keinen Platz für deinen Zug, ey. Wie kommst du? Ist Grüniborn? Ja. Grüniborn. Ah, das ist Grüniborn. Und 40. Und der sagt, der so, wie jetzt, wie komme ich jetzt hierher? Na, auf den Schienen. Ihr habt den Fahrweg gestellt, wer war völlig perplex. Ja. Ah, vielen Dank nochmal, Kollege. Es war wirklich keine Absicht, dass weiter hier zuguckt, aber es... Ich wollte ja auch nicht reinplatzen, also ungefähr. Wo kommst du denn hier? Ich dachte, der Bahnhof ist frei, deswegen lassen sie mich fahren, ne? Immer den Schienen, ne? Immer den Schienen, ne? Ah, das war so geil. Kommst du denn jetzt? Wer hast denn das geschafft? Der muss das selber gemacht haben, oder nicht? Nee, dann müssen wir normalerweise Bescheid sagen, wenn der Bahnhof voll ist. Pass auf, Kollege, oder den Zugdisponenten, du, ich kann dir keine Züge annehmen, ne? Ja. Ja, und dann stand ich irgendwann vor der Einfahrt. Doof. Doof? Doof. Doof. Sehr doof. Ah, guck mal. Achso, musst du dann zurücksetzen, oder? Nee, irgendwann war kam der andere Zug, war fertig, ist rausgefahren, da konnte ich da reinfahren. Schreib mal da nicht in Großbuchstaben. Soll nicht rumschreien. Mods auch nicht. Die Mods auch nicht. Ah, doch, ja. Wer ist Game 4-4? Supergamer, doch. Supergamer. Du sollst nicht rumschreien. Aus Hamburg. Nein, der hat doch nicht rumgeschrien, oder? Nee, der hat nicht rumgeschrien. Nein. Computer sagt ja. Nein. Der sagt nein. Computer sagt nein. Das ist so geil, der Scheiß. Das wurde nicht mit uns vor. Ja, ich vergebe da ja schon mal Modrechte einfach so. Nein, Mann, das ist natürlich alles geprüft. Ja, einmal in der Woche machen wir hier eine Sitzung, ein Meeting. Rob approved. Ja, das ist der Nachteil von Bad Bentheim, ja. Sehr kleiner Bahnhof. Für Grenzbahnhof natürlich. Dann haben wir so eine Drehscheibe mit Nicknames drauf und dann drehen wir an den Pfeil. Und wo der stehen bleibt, der wird Mod. Einfach so. Ja, machen wir einmal in der Woche. Und ihr müsst das dann machen, auf Lebenszeit. Ja, egal wie gut. Ja, die Verpflichtung. Oh, guck mal hier, gelbe Männer. Ist das gelbe Männer? Hilfe. Oh Männer. Gott. Gelbe Männer. Und eine gelbe Frau. Und eine gelbe Frau. Nicht schon mal so sexistisch. Was? Gelbe Frauen? Hey, cool. Die mögen wir doch alle, oder nicht? Gelbe Frauen. Hä? Was stimmt denn mit euch nicht? Ja, ich kenne die Riedbahn. Ja. Ich kenne die Riedbahn. Riedbahn, die Frage. Bitterfeld, Gleis 57, da werden wir enden. Nee, 9 hat er doch gesagt, oder? Ach du, ja. Gleis 9. Ich bin froh, Was sagt er denn da unten? Dann sieht er wieder, da steht doch Gleis 9. Jetzt quasi. Jetzt quasi. Umgelenkt. Nein, was ist das, ein Abstellgleis? Wir sind ein Sonderzug. Nein, das ist schon ein Bahnsteiggleis. Ganz rechts wieder so dunkel. Ja. Ist wieder so dunkel, echt. Guck mal, die haben da sogar ein Rad aufgebaut. Oh. Kirmes. Ja, im Rheinland sagt man ja Kirmes. Ne? Oder die hat noch nicht angefangen. Bremst schon mal ein bisschen. Da vorne ist irgendwas Rotes. Hilfe. Da darf man nicht so robbenmäßig drüber ballern, ne? Wäre unklug.
Ja, die ganze Fahrt noch zu versauen mit einer Zwangsbremse auf den letzten 20 Metern, das wäre kacke. Guck mal, das ist mein bester Halt heute. Ah, ne? Wo ist denn der Thomas fährt? Ja, sehr gut. Jetzt eine Menge, wa? Aber ich habe nicht alles aufgeführt. Da fehlt noch was. Aber ist egal. Fehlt immer was. Reicht. Reicht. Das müsst ihr erstmal im Leben erreichen, was der Thomas schon alles gemacht hat. Ich habe drei Bauernreihen nicht aufgeführt, aber die will ich auch nicht mehr fahren. Ist das jetzt eigentlich zu Ende oder müssen wir doch da. Jetzt ist das ZS1? Nee, RA12. 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 Rangierfahrt. Ach so, also, stimmt. Der dritte Punkt fehlt, ne? Genau. Zum ZS1. ZS1 würde blinken oder drei Lichter in Form eines A im Signal. Ah, okay. Guck mal, da ist echt Kirmes. Was? Nein, was nein. Nicht. Ja, die haben wir noch gar nicht angefangen. Das ist nachmittags um 3. Guck mal hier. Die pennen alle. Doch, der dreht. Oh, hier, der Spinne. Die Spinne. Die Mucke. Und noch eine Runde hier auf der Riesenspinne. Noch eine Runde. Mit der Rappenwitz eine Runde. Autoscooter. Autoscooter. Und die Mädchen im Hintergrund. Oh, das war gar nicht zeigen, ja? Autoscooter in die Zehnlackierung. Autoscooter in die Zehnlackierung. So, was ist hier? Achso, ich mache Türen zu. Zug, dass sie räumt. Der ist ein Zug. Der Kirmesfreak hört seinen Namen. Ja, der Zuckerleiter hat sie gar nicht mehr im Will. Hat gesagt, du hast ihn bestimmt irgendwo vergessen. Der steht irgendwo da hinten im Mullenstein, ey, und steht, guckt da mit der. Ich weiß es doch nicht. Ich fahre jetzt einfach weiter auf Gleis 57. Ja, ja. Aber muss ich frei drücken, oder was? Befehlstaste. Nicht werbefreundlich. Nee, nicht werbefreundlich. Kann ich auch nichts für. Vielleicht fürs Oktoberfest oder für Beine rasieren läuft das auch ganz gut. Ja, ich würde nämlich nie mit unrasierten Beinen auf die Spinne gehen oder zum Autoscooter. Deine ja Beine sind da jetzt auch rasiert. Nee, natürlich. Halt mal an. Ja, der Zugbegleiter hier. Ach, ich wollte dir nur sagen, dass der Zug leer ist und alle Fahrgäste ausgestiegen sind. Du kannst jetzt von mir aus weiterfahren. Alles klar. Ich werde jetzt Feierabend machen und ich wünsche dir natürlich auch noch einen schönen Feierabend. Der ist aber auch im Arsch, und ne? Kann ich verstehen. Also mach's gut. Ciao. Ciao. Der nichts gemacht, das war der Zugbegleiter. Wie? Der wurde doch seit 20 Kilometern nur noch angeschrien. Warum halten wir? Ja. Warum ist Herr Baum im Gleis? Wer hat ihn da reingelegt? muss jetzt hier wegfahren, auf dem Gleis? Oder was sagt wir fahren jetzt noch ein bisschen weiter. Ja, räum mal weg, dein Scheiß. Ja, komm. Räum ab. Komm, wir bauen die Gleise. 20? Ja, reicht. 20. Kommt so? Weiß nicht. Nee. Kommt nix. Nee. Mal runter. Oh, wow. Was sind jetzt? Als nächstes rangieren Sie bitte Ihr Fahrzeug auf Gleis 57. Rangieren Sie Ihr Fahrzeug. Wurde schon gestellt. Mhm. Bitte beachten Sie, da Sie eine Rangierfahrt machen, beträgt Ihre Höchstgeschwindigkeit nur 25 km/h. Ich wiederhole, bitte rangieren Sie jetzt Ihr Fahrzeug auf Gleis 57. Die Weichen sind für Sie schon gestellt. Und bitte beachten Sie, die Höchstgeschwindigkeit beträgt nur 25 km/h. Schön, dass es immer wiederholt. Also eigentlich müsste ich es wiederholen, ne? Als Lokführer? Nö, der sagt ja immer, Kollege, also in der Realität wäre jetzt so... Wunderschön. Bist du fertig zum Abräumen? Jo. Fahr gar nicht los. Wer denn Bob aufgelegt? Fahr einfach. Aber heißt dann den Sabbel fahr einfach. Heißt dann abräumen oder was? Abräumen, ja. Abräumen. So die Fachbegriffe. Wunderschön. Abräumen. Ja. Also war das länger als 30 Minuten? Nö. Locker. Fast eine Stunde. Stunde war, sind wir jetzt schon unterwegs. 20:52 haben wir, ne? Meine Herren. Steht doch gleich in der Auswertung. Was ist denn jetzt? Zwangse? Nein. Oh. Befehl 40. Oh. Du bist aber heute auch, ja. Suffisant. Suffisant. Vielleicht war ich auch die Erste. Einfach so. Gleich als Nächster rutschen wir so durch. Weiß nicht, wollen wir egal, so? Ja. Keine Ahnung. Ach, das findet sich. Oh Gott, was habe ich gemacht? Keine Ahnung. Aber ich auch nicht. Mann. Ach, mal F. R an F? War auf F gekommen, auf die Taste F. Junge. Was ist bei dir für ein Gedanken auslöst? Witz, muss ich wieder einspielen, habe ich gehört. Was muss ich einspielen? Mich einspielen? Ja, ja. Einspielen. Hast du dir schon was ausgesucht? Kannst du schon mal aussuchen? Nee. Was ist das für ein Geräusch? Das ist hier von der Kirmes, oder? Ach! Der Kürbis nebenan. Kürbis. Das Riesenrad. Eine Runde fahren. Das klingt, als ob da eine Titanic durchfährt. Ja, die Titanic. Oh. Ach, guck mal, da steht jemand. Wie süß.
guck mal. Da. Hallo, Kollege. Was ist der andere Zugbegleiter? Nein, ist der Kollege, der wartet schon. Der wartet schon. Wo steht der denn? Die Ablösung hier. Wo steht der? Der Hund. Ich bremse mal. Wo bleibst du? Ich stehe die ganze Zeit im Regen. Du wolltest schon seit 20 Minuten da sein. Im Regen kein Schirm. Ja, ja, wir hatten da diverse Vorfälle. Ja, Kollege, tut uns leid, ne? Kommt auch nichts für. Fertig, ne? Ist er fertig? Ja, sagt er schon. Könnt ihr nicht mal die witzigen Sachen vom Soundboard zum Download anbieten? Ja, irgendwann. Wie, wir sind ein bisschen asynchron? Asyl? Ja. Asyl? Der hat Asyl gesagt, wir sind asynchron. Hartz IV synchron. Trotz einer Verspätung von ca. 30 Minuten haben sie sich echt gut geschlagen. 1A Arbeit, Kollege. Smiley. Das war ja auch ein verrückter Tag gewesen. Jetzt haben sie Feierabend. Es hat sogar aufgehört zu gewittern. Besser geht's nicht. Train um sie TV im Jahre 2016. Copyright. Wo lebt der? Ja, vielen Dank fürs Einsenden. Und ja, ich würde sagen, wir machen 10 Minütchen Pause. Ja, oder? Wir sortieren uns eben um und gucken, genau, was wir fahren. Und wer fährt. Ja, dann bis gleich. Bis gleich.